soaking up the sun. He is a real lover, making up the past and feeling up his girl like he's never felt a figure before. When he walks, is the subject of their talk. He would be hard to chase, but good to catch, and he could change the world with his hands behind his back. Oh, you can find him. A jaw dropper looks good when he walks, is the subject of their talk. He would be hard to kiss, but good to catch, and he could change the world with his hands behind his back. Oh, tell.
know that he'll be there for all I need. For shelter, plus he's there for you when he shouldn't be. But he stays all the same, it's for you when he sees you through. Wir Menschen haben oft das Problem, das Erreichte zu gering zu schätzen. Bolekow war sicher zu allen Zeiten nicht mit Reichtum ausgestattet. Das Geld für Investitionen musste immer gut bedacht ausgegeben werden. So ist es bis heute. Aber bekanntermaßen macht Geld allein ohnehin nicht glücklich. Und letztlich ist es nur Geld. Wichtig ist, dass wir in Frieden leben und bei Lichter besehen auf der Sonnenseite des Lebens stehen.
Ganz sicher gibt es vieles zu tun. Dazu brauchen wir vor allem Engagement der Einwohner. Denn die Einwohner sind der eigentliche Reichtum, so sagte es schon Friedrich II. Anders sagte es mein Kollege Oberstveterinär Pott von der Bundeswehr, als er erfuhr, dass ich ehrenamtlicher Bürgermeister bin. Ich weiß ja nicht, Zitat, ich weiß ja nicht, wie Sie Ihre 500 Einwohner organisiert haben, aber es ist ein Bataillon. Und wenn man sieht, wie wir heute hier zusammenstehen, dann sieht man auch, was man erreichen kann. Der oft angesprochene Wandel in der Demografie, die Abwanderung aus der Region, aus unserem Dorf, spielt eine Rolle. Aber blickt man zurück in die Geschichte, so sind die Einwohnerzahlen erst nach dem Zweiten Weltkrieg durch Flucht und Vertreibung stark angestiegen. Zwei Generationen später erfolgt eben ein Ausgleich. Die Gemeinde Boldekow will jetzt und künftig Heimat für alle sein, die sich hier heimisch fühlen. Für diejenigen, die hier geboren sind und für diejenigen, die hier einen Lebensabschnitt verbringen möchten. Umso mehr ist es erfreulich, dass sich die Alt-Boldekower seit 1996 zum 17. Mal in diesem Jahr treffen. Motor dieser Treffen ist immer wieder Dieter Büstrin und seine Helfer. Er hat sich neben vielen anderen auch für die heutige Feier engagiert. Dies soll zur Einleitung und Begrüßung schon fast reichen. Die Festrede wird unser Pastor Herr Stark eingebettet in den Rahmen des Philharmonischen Chors gegen 17 Uhr in der Dorfkirche halten. Dies geschieht nicht von ungefähr, denn die Geschichte Boldekows ist eng mit dem Christentum verbunden. In der jüngeren Geschichte leistete Frau Pastorin Schröder eine beispielgebende und so kann es eben angesehen werden. Den Helfern um unsere Eventmanagerin Kerstin Preuß, Herrn Zastrow und seine Gemeindetruppe, dem Organisationsteam um Herrn Eckhard Rösler, sei herzlich gedankt. Weiterer Dank gilt der gegenwärtigen Gemeindevertretung, die mich in der vergangenen Legislaturperiode, denn wir gehen ja schon aufs Ziel zu, sehr gut unterstützt. Meine Zinsung und jetzt die Gebietsfusion mit Ozar trägt Früchte. Ich denke, wir passen zusammen. Vielleicht werden es ja noch mehr.